Und weiter geht es mit einer actiongeladenen Folge von Once Human. Wir starten sofort rein. Wir haben in der letzten Folge ja diesen Baumboss besiegt. Ich habe vergessen, wie der Name nochmal heißt. Und wir sind jetzt bei unserer Good. Lady hier. My people will definitely be relieved. And, well, I hope Brianna will be at peace now. Here, take the rewards we promised. Oh, and thank you. Kein Problem. Bei Belohnungen bin ich immer dabei. Und wenn ihr mitmachen wollt, Leute, Server und alles steht in der Videobeschreibung. Kommt gerne noch auf den Discord. Ansonsten würde ich sagen, hier noch Kriegsbande. Wir sind die Auserwählten. Kommt dazu. Wir werden täglich immer ein paar mehr. Und ich nehme mich mal an. Also, was haben wir denn jetzt? Begib dich nach Iron River. Und, was war das? Haben wir jetzt einen Skin bekommen? Das ist ein Skin oder ist das eine neue Waffe, die wir craften? Ich glaube, das war eher eine neue Waffe, ne? Und ich hätte, glaube ich, auch hier jetzt einen freien Slot, ja. Okay, was können wir denn hier machen? Also, noch verwendete technische Gegenstände, Schaden gegen große Bosse. Das ist richtig gut. Nachladetempo. Ist auch sehr gut. Schadensverringerung nach Rollen, aha. Das ist schon gut, ne? Aber ich meine, wir können ja auch immer wieder umskillen, ne? Deswegen würde ich erstmal sagen, nehme ich erstmal das hier. Alles klar. Und genau, ich wollte noch mal schauen, wie viele Punkte haben wir? 11, weil ich wollte schon mal in Stahl reinskillen. Bevor ich die wieder verhaue. Elektroraffinerie. Kettensäge. Alles klar. Warte mal. Ausrüstung. Ja. Ach so. Oh. 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 Aber ich habe nicht die passende Munition dabei. Die werde ich auf jeden Fall jetzt bald mal testen. Genau, was haben wir hier bekommen? Einmal kurz durchscrollen. Aha. Ah, die sieht doch cool aus, ne? Und ich habe Mods. Da muss ich mich auf jeden Fall drum kümmern. Machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir alles in Ruhe. Wir müssen. So, sobald nochmal zur Base. Ah, guck mal. Ja, wir müssen so zur Base. Dann machen wir das. Gut, dann hast du das schon erledigt. Dann gucken wir, ob wir, ja. Ich würde schon ganz gerne die Sniper benutzen, aber dann die MP. Ich muss mal kurz schauen, wie viel Schaden die macht, weil die sieht auch schon ziemlich cool aus. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie mal, keine Ahnung, können wir selber auch Granaten craften und so? Ich weiß es gar nicht. Naja, wir werden sehen. We will see, we will see. Und ich muss dann vielleicht auch bald mal anfangen, hier die zweite Etage zu bauen. Ja, und meine Kompanieros hier, ne? Hier wird auf jeden Fall fleißig gebaut. Und hier wird ein Turm gebaut anscheinend. Bin mal gespannt, wie der am Ende aussieht. Gut. Wir machen mal ein bisschen Licht hier, weil ich habe ja immer noch keine Lampen. Klassiker. Dann gehen wir hier einmal sammeln. Die Jungs sind wieder voll. Aber das Schöne ist, dass sie halt auch Eisen und so sammeln. Und sammelt der hier. Aha. Alle abholen. Alles klar. Na dann. Aber warte mal, wir gehen noch gleich eine Runde schlafen, weil dann bin ich direkt wieder ein bisschen besser gelaunt. Ne, hier war, glaube ich, Wasser drin oder so. Waffen. 45 Schaden. 48 Feuerrate. 800. Magazin ist hier aber nur 35. Jetzt ist die Frage. Hier 2. Ich meine, ich könnte es mir leisten, ne? Oh, ich
Ich weiß nicht, mit welchen Waffen ich halt spielen soll. Sieht aber schon cool aus. Ich behalte das erstmal. So einen sollten wir vielleicht mal machen für so einen Boss vielleicht, ne? Raketenwerfer. Warte mal. Präzisionsgewehr, Munition. Oh, kann ich nur eine? Super. Stahl. Wunderbar. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Zutaten. Aha. Aber wie sieht es mit Munition aus für den Dingenskirchen? Ach, warte mal. Ja, die Sniper, wir können ja sonst immer ab und zu auf die Sniper wechseln vielleicht. Rauchbombe, Sniper-Muni. Kupfer. So. Ach, ich habe hier noch alte Muni. Ach ne, warte mal so. Wir schauen einmal ganz kurz hier noch rein, weil ich meine, ich habe noch nämlich andere Munition. Ach, guck mal hier. Hier haben wir sogar noch mal ein bisschen Präzisionsgewehr. Okay, nehmen wir einfach mal so mit. Würde ich sagen. Noch irgendwas zum Abgeben? Was ist das hier überhaupt? Warte mal, habe ich noch was zum Kleinmachen? Ich habe ja auch Kram gesammelt, ne? Habe ich total vergessen. Ich habe hier ein bisschen was gesammelt. Aha. So. Ja. Können wir einlagern? Dann, reparieren. Ja. Besser ist es. So, da wollte ich einmal ganz kurz schauen, wenn ich den jetzt auswählen würde. Ausrüstung. Raketen. Gefechtskörper. Aber wo können wir den craften? Raketengefechtskörper. Gewehrmunition, Schrotmunition. Ach, Flammenwerfer. Aber wo ist... Auch nochmal Kohle auf jeden Fall. Raketengefechtskörper. Wo ist denn das Ding? Keine Ahnung, ich sehe jetzt nicht, wo ich die Munition machen kann irgendwie. I don't know. Aber hier nicht, oder? So separat. Nö. Rüstung herstellen. Rüstung haben wir jetzt kein neues Rezept, ne? Das Ding, ich habe die Hose einmal hergestellt. Aber habe die dann wieder zerlegt. Voll Profi. Warte mal, die Boots. Was habe ich für Schuhe an? Wir machen uns die Boots. Oh, sind die nochmal hier? Aber Maske ist auch nichts Neues. Ne. Gut, die machen wir uns mal. Nice. Kalibrieren. Die haben wir schon auf The Limit. Ja, machen wir auch mal auf The Limit. Warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Die machen wir voll. Den auch schon mal. Auch wenn wir den jetzt... Ah, die. Oh, jetzt kann ich mich nicht teleportieren, aber gut. Ich würde sagen, das ist dann soweit schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, soll ich auf Machete noch bleiben? Ich meine... Für den Nahkampf habe ich ja sonst die hier. Dann die Sniper lieber da rein. Ach, es geht gar nicht, ne? Ich
Ich würde dich schon ganz gern testen. Ja. Sieht schon mal ganz nett aus. Ich hau mal ganz kurz den Kram jetzt noch in die Kisten rein und dann könnten wir uns wieder auf den Weg machen. Ne, warte mal. Ich möchte ganz gern den Kram hier rein haben. Ja. Alright. Dann würde ich sagen, können wir alles so lassen. Dann muss ich noch mal ganz kurz schauen, ob ich mal irgendwie mein Motorrad reparieren kann. Das wäre auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das hat ja nur noch ein halbes Leben, ne? Reparieren. So. Ja, kein Problem. Würde ich ganz gerne mal schauen. Haben wir vielleicht ein Opfer? Ein Tier? Nö. Oder doch? Ich will es testen. Ich will es jetzt irgendwie testen. Ah, doch, da. Okay, das ist ganz cool. Nee, Bambi kann ich das nicht antun. Okay. Nice. Ja, Munition haben wir alles. Ba, ba, bam. Jetzt bin ich nicht schlafen gegangen. Na, super. Jemand zum Annehmen? Nein. Ja, komm. Hauen wir es den einfach rein. Warum nicht? Und dann machen wir uns weiter auf den Weg. Ja, das ist ein Stück. Das ist auf jeden Fall ein Stück. Und ich weiß nicht, ob wir da. Ja, doch. Ist das neue Gebiet? Da finden wir bestimmt auch irgendwie einen Teleporter oder so. So. Dann tanken wir nochmal voll. Sehr gut. Und let's go. Ja. Ja, ich bräuchte irgendwie mal in Zukunft nochmal irgendwie Haut. Ah, ne, warte mal. Ich habe hier was komplett vergessen. Und zwar die Mods. Die Mods habe ich gar nicht reingehauen. Modifizieren. Was haben wir hier denn? Statusschaden. Waffenschaden. Ja, das gefällt mir. Crit Rate. Nö, ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Der Waffenschaden. Dann die Sniper. Ja. Auf die hauen wir dann. Was ist denn das überhaupt? Statusschaden. Keine Ahnung. Machen wir hier Crit Rate? Das klingt mir vernünftig irgendwie. Handschuhe. Ja, mehr Waffenschaden. Immer gut. Dann noch auf die Boots. Modifizieren. Zack. Nahkampf. Ja, haben wir nur das, ne? Gut. Let's go. Ja, es ist schon mal ganz gut. Haben wir nochmal ein bisschen ein paar Mods reingehauen. Haben jetzt ein bisschen bessere Rüstung. Also bessere Schuhe eher gesagt. Und dann hoffe ich, dass wir bald irgendwie nochmal weitere Rezepte kriegen. Aber wir werden sehen. Das ist der richtige Weg, ja, ne? Hier sind Erze ohne Ende. Aber die spawnen echt. Also manchmal baue ich was ab, dann drehe ich mich um und dann ist ja das Zeugs wieder da. Also das spawnt ultra schnell. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie unbedingt weit laufen. Da hat man irgendwo einen Ort mit Zinn. Dann kann man auch ohne Ende sammeln. Warum leuchtet die Kiste? Kann
normalerweise doch nur, wenn ich schnipse, oder nicht? Dann nehme ich es eben mit. Was hat mich jetzt getriggert? Das hatte mich echt getriggert. Oh, warte mal. Denn schon, denn schon. Oh, Farmer Joe. Ja, ich weiß, ich hätte es auch mitnehmen können, aber egal. Wir wollen weitermachen. Und dann sammle ich vielleicht für die nächste Folge irgendwie mal ein bisschen Material. Obwohl, ich weiß nicht, ob sich das lohnt halt, ne? Wir können jetzt nicht großartig bauen. I've been waiting for someone to come by. I need your help. Please. Keine Zeit, Bro. Warte mal, hier ist so ein Spaltdingen. Das würde ich ganz gerne mitnehmen. Wenn es hier schon so rumsteht, ne? Okay, der war irgendwie eigentlich nicht getroffen, aber gut. Yes. Und let's go. Weiter geht's. Ja, wir könnten jetzt hier auch rumschauen, irgendwie Kram looten und so, aber sehe ich jetzt nicht als notwendig. Werden wir bald nochmal machen, aber wir machen jetzt erstmal weiter. Ich will ganz gerne ins neue Gebiet erstmal. Aber wahrscheinlich werden wir das bald mal machen müssen, so ein bisschen ein paar Orten sammeln, damit wir ein bisschen aufleveln. Aber jetzt aktuell läuft eigentlich, ne? Den Boss haben wir eigentlich easy gekillt. War jetzt kein Problem gewesen. So. Dann sind wir im neuen Bereich, da müssen wir irgendwie schauen, dass wir uns... Das ist aber ganz normal Zinn, ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwie Material hier verpasse. Zinn, alles klar. Radio. Weg mit der Mucke. Jetzt bin ich falsch abgebogen. Ja. Ich kann aber auch von hier oben. Das ist auch kein Problem. Sieht aber schön aus, ne? Ist irgendwie so schön grün. Irgendwie ganz nett. So. Was haben die für... Oh, mein Hals. Was haben die für ein Level? 23. Help! Repeat broadcast top priority signal. Please help me! Volume already at max level. Can anyone hear me? Wer war das? Oh. Schon sagen. Wer schießt mich ab? Ach so, der. Okay, die sind hier auf jeden Fall schon höher vom Level. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die schon so auf dem Level von 23 sind. Aber das sollten wir trotzdem auch ohne Probleme hinkriegen. Also ist nicht ohne Problem, aber sollte es nicht schwer sein. Ganz ruhig hier. Oh, warte mal. Achso, ich dachte, den Tresor können wir... Hä? Achso, nee, okay, hier draußen.
mal, den kann ich nicht nehmen. Was war das denn? Hä? Was ging jetzt ab? Konnten die das schon immer? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Was war das? Hä? Wer war das? Irgendjemand hat's auf mich. Warum ist das so ein komischer Punkt? Wer macht das? Ey, wer schießt die ganze Zeit auf mich? So ein unsichtbares Vieh. Das hat die Pile abgezogen. Oh nein. Das ist nervig. Die sind einfach unsichtbar, ne? Gut. Ah. Jetzt auf einmal kann ich es doch. Naja. Ja, es war gerade irgendwie ziemlich nervig. Und vom Level her ist es schon doch ein bisschen. Eine Katze? Oh, wie süß. Der ist doch süß, oder? Warte mal. Grüß dich, H. Was? H37? Closing crisis mode, commencing social mode. Thank you so much for saving me. User confusion detected. Deploying friendly openness. Hello, I'm H37. It's a pleasure to meet you. Please hold while I apply for level 1 information permission. Application approved! I am from the Survivor Stronghold of Greywater, located at 30 degrees 54, 25.2 north, 71 degrees 05, 47.5 west. You are welcome to visit. Reminder of higher priority tasks. Progress of exterior collection has been seriously delayed, which could result in a major salary deduction. Returning to Greywater Stronghold immediately! Alles klar. Gut, und ich bin Level aufgestiegen. Ja, hat mich gefreut. H37. Und wir haben sogar 4 Punkte wieder wegen unserem Level Up. Wir können direkt hier rüber. Begib dich nach Greywater Camp. Ich glaube, das Motorrad hole ich hier gar nicht raus, oder? Oder doch? Doch, machen wir. Let's go! Also hier wäre Loot, egal. Ja, obwohl doch nicht. Und weiter geht's. So, jetzt aber. Ja, bergauf, du schaffst das. Sehr gut. Ah, so ein komischer mit Umhang. Hui. Ja, hat doch ganz gut funktioniert. Warte mal, was ist das hier? Eisen? Tatsächlich. Ich nehme ein bisschen Eisen mit. Wir haben zwar ein bisschen in der Basis, aber jetzt auch nicht so ultra viel. Das
Deswegen ein paar Brocken würde ich ganz gerne mitnehmen. Oh, hier haben wir schon eine Steinhütte. Ja, ich will jetzt bei mir nicht direkt noch eine zweite Etage draufhauen, weil ich würde sagen, das lohnt sich erst ab Stein dann. Weil sonst baue ich einfach nur ultra viel hin und her. Aber vom Level her sind die ja schon echt stark, ne? Ich sollte, glaube ich, mal so ein paar Nebenmissionen machen. So ein bisschen aufleveln. In der Hoffnung auf ein paar bessere Waffen noch. Krieg ich pro Level auch ein bisschen mehr Leben eigentlich oder so? Oh, warte mal, komm, das nehmen wir auch noch mit. Ja, der ist halt hier gut, ne? Der hat hier Eisen. 36 schon. Ich bin gerade mal 16 geworden. Naja. So ist nun mal das Leben. Da haben die Leute halt direkt durchgesuchtet. So, weiter geht's. Ja, cool, habe ich direkt mal ein bisschen Eisen. Das sollte auch erstmal genügen. Kann ich hier durchfahren? Warte mal, was ist denn das hier? Ein Party-Event. Fische. Nee. Hey. How long's it been since you got any sleep? One day? Two? I don't remember. My brain feels like it's made out of mud. Gonna try a nap later. Tied up with ropes and locked in a cell? Only the Holt boy could come up with a solution like that. It's better than the alternative. I'm telling ya. I can't take this much longer. Ich glaube, Loot gibt es hier nicht. Laufen wir jetzt einfach hoch. Munition, ja, wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. Ich denke jetzt nicht, dass hier irgendwas Heftiges passieren wird. Ist das da oben gleichzeitig auch ein Teleporter? Aber ich müsste mir... Was ist denn das hier? Sicherungssilo? Boah, alles so Level 25 und so, ne? Ich bin ein bisschen zu schwach. Ich hätte mir den hier holen sollen. Naja. Gut. Hoch da. Und da wäre eine Nebenmission. Ach, guck mal. Unser alter Freund. Low. Unser Löwe. Löwe ohne Ö-Punkte. Oh, warte mal. Dann können wir uns doch hier auch teleportieren, oder? Nice. So, hast du andere Sachen vielleicht? Könnte ich bei dir vielleicht irgendwas kaufen? Nee, Zucker... Tomatensamen. 1000. Ist doch irre. Kleiner Gauner. Deine Haare passen überhaupt nicht. Sieht komplett nach Müll aus. Er hat dieselbe Frisur wie er hier, ne? Aber bei ihm passt es. Ihn steht es. Dem Barcode-Mann. Oh. Oh. Eine Katze. Oh, wie cool. Wie die haben. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Yes. Nice. Geil, geil, geil. Was hast du hier? Aufträge. Ach so. Ja, ich hab das schon 1000 Mal gemacht. Ich habe auch Strukturen gebaut. Ich verstehe es nicht. Ich habe das alles gemacht. Oder muss ich die erstmal alle annehmen? Vorher. Aber ich habe es ja trotzdem. Ach, keine Ahnung. 20 Portionen Essen. Achso, ich kann nur... Warte, machen wir das hier weg. Dann nehme ich lieber das hier. So. So. Machen wir lieber so. Hotdog? Ich werde mal. Schatzjäger, hast du hier irgendwas zu reden? Aha. Klingt machbar.
Ja. Jetzt habe ich eine Schatzkarte. Jetzt habe ich meine kostbaren Pilze gegeben. So, Hotdog. Seltsamer Name, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.